Ja, dieses automatische Sortieren, das wäre noch nicht, das wäre nicht schlecht, wenn das noch machen würde. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge Planet Nomads. Ja, wir hatten in der letzten Folge, oder ich hatte in der letzten Folge so ein bisschen rumgeeiert, habe gesagt, erst da lang, dann doch wieder da lang. Und ja, ich hatte mich aber im letzten Teil dann entschlossen, doch direkt mit vielleicht kleinen Umwegen in die Basis zurückzufliegen. Okay. Ich denke mal, da ist uns gerade das Deuterium ausgegangen. Schwupp, jetzt direkt wieder hoch. Meter. Ja, da unten ist was zu sehen. Alles gut. Da haben wir einen Kanister oder beziehungsweise ja doch diesen Container. So, was haben wir hier Schönes? Ja. Also irgendwer hat einen anderen Plan. Das Hauptmonument aktivieren. Das haben wir auch. Dann mal kurz gucken. Ja, wir können ja mal ganz kurz hier so ein Ding hinbauen. So. Verbinden und scannen. Gut, er ist fertig. Jawohl. Das haben wir wieder eingesammelt. Dann gucken wir mal, dann fliegen wir einfach mal direkt Richtung Westen. Ja, was ich vor dem Release immer bemängelt habe, ist ja, dass ich diese Radars nicht einfach überall hinsetzen konnte, oder hinsetzen schon, aber dann nicht nutzen konnte, sprich keinen Scan durchführen konnte, wenn ich in dem Bereich schon gescannt hatte.
Das heißt, wenn ich irgendwo einen kleinen Bereich nur offen hatte und den noch scannen wollte, musste ich auch genau in diesem kleinen Bereich landen. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr der Fall. So, war ein bisschen steigender, weil wir hier auch über die Berge drüber kommen. So, jetzt sind wir auf 130 Meter Höhe. Ja, wir können noch ein Stück fliegen. Brauchen jetzt nicht schon wieder landen. Ja, 47% noch. Essen und Trinken. Mal gucken. Tja, irgendwie fehlt mir im Bereich Forschung noch einiges. Ich glaube, hier können wir mal landen. Und mal wieder einen neuen Scan machen. Es regnet, glaube ich. Hier ist nichts weiter. Jo. In diesem zerklüfteten Bereich wieder mal.
Ja, wir haben ja einige Sachen noch nicht erforscht. Wie zum Beispiel den automatischen Miner. Oder hatten wir den schon? Ich glaube, den hatten wir schon, ne? Ja, ich muss gestehen, ich habe jetzt schon wieder über eine Woche nicht gespielt. Und ja. Ach nee, den Wasserförderer, genau, der fehlte. Den Miner, den hatten wir. Ja, wir brauchen den größeren Drucker, damit wir die besseren Teile drucken können. Das ist das Erste, was uns fehlt. Dann fehlt uns der Wasserförderer. Und vorher brauchen wir auch gar nicht anfangen, irgendwo eine zweite Basis aufzubauen, weil die kann sich dann nicht selbst versorgen. Das ist das Problem dabei. Oh, 700 Meter noch, dann sind wir da. So, hinter dem Baum gehen wir dann steil runter. Die großen Container können wir auch noch nicht bauen. Das erstmal reinbringen. Halten wir jetzt den großen Container, braucht man nichts groß reinbringen, sondern dann könnten wir einfach loslegen hier. So, aber wir gucken mal in der Zwischenzeit, was der hier macht. Viel Eisen, viel Kohle, ein bisschen Kobalt, ein bisschen Silber, ein bisschen Aluminium. Ja, doch, kann er weiter schicken. Weil das brauchen wir ja alles.
So. Okay. Das Wasser machen wir mal dahin. Mal irgendwo Batterien. Ja. Alles gut. Gucken wir hier mal. So, und diese roten Dinger kann ich scheinbar noch nicht herstellen. Gut, alles wieder auf voll. Na das, da braucht 20 Wasser für. Da wollen wir doch mal für ein bisschen Wasser sorgen. Gut, dann haben wir erstmal genug Wasser. Gut, ja. Der kann mal ein bisschen herstellen. Und wir werden mal ein bisschen verbrauchen. Nämlich einmal was. Einmal essen, einmal trinken. So, der kann nochmal scannen. Mal gucken, ob sich da was getan hat. Wahrscheinlich eher nicht. Gut. So, jetzt wollen wir auch mal gucken, ob es vielleicht hier was Neues, Interessantes gibt. Erstmal am Ende gucken, den haben wir natürlich schon. Die sind erstmal uninteressant. Was ist das? Ein Hybrid-Replikator. Can be used only for building Odysseus. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal was Besonderes, sage ich mal so. So, die große Luftlinie können wir noch nicht, weil dafür brauchten wir noch, sag schon,
die große Luftklinge brauchen wir erstmal den Deuterium-Generator und den können wir noch nicht bauen. So, das haben wir. Das Ding ist auf jeden Fall 5 von den roten Sticks. Und wie stellen wir die her? Keine Ahnung. Können wir aber gleich mal gucken. So, das haben wir ja alles schon hier. Mich nicht alles täuscht. Mobile Basisrad. Ja, das wollen wir ja noch nicht. Batteriegestell. Das ist die Bergbaumaschine, aber nicht die Wasserpumpe, auf die wir noch warten. Ja, es fehlen hier das große Gewächshaus, es fehlt der mittlere 3D-Printer und es fehlt der große Container und so weiter. Also es hat gar keinen Sinn, jetzt hier lange irgendwelche Kasperkram zu machen, sondern wir müssen ganz einfach zusehen, dass wir hier ganz einfach mal ein bisschen bauen. So. Und ich möchte jetzt noch mal ein Radar bauen. Nicht, weil ich ihn brauche jetzt hier, sondern ganz einfach, um ihn gleich abreißen zu können und dann die Teile zu haben. Okay. Also alles da rein. Die Schränke, haben wir die voll? Der ist voll. Der ist auch voll. So, was interessant wäre erstmal, ist das hier. Ja, kompakte FAD-Maschine. Ich brauche die andere. Ach man, dann können wir nämlich auch die Supernahrung herstellen. Was eigentlich kein Problem sein sollte. Also Biogenerator ist auch bald voll. Irgendwas muss ich mir jetzt hier demnächst mal einfallen lassen. Eventuell setze ich hier so eine ganze Armada von den Dingens hier drunter. Von den kleinen Containern hier drunter. Nein, falscher. Den wollte ich. Gut, da haben wir aber alles. Ist wieder da gelandet. Dann machen wir das mit den Containern. Ich denke mal, das macht Sinn.
Ich wollte das für ein Geflacker. So, ich denke mal, das muss reichen. Sehr gut. Aha, Gewitter. Tja, ich würde mal sagen, dann das kann man da rausnehmen. Der kann sich das holen, was er gerade braucht. Und wenn ich das immer alles schön in den ersten packe, dann müsste er ja automatisch einfach in den nächsten weiterpacken. Gefällt mir mal schon irgendwie so ein bisschen. Rumpst aber richtig schön. So. Das ist leer. Kompakter Container 1. Printer und so weiter. Ja, das sieht doch gut aus, wenn wir das jetzt so schön verteilen hier. Der packt das ja automatisch immer in den erstbeliebigen rein. Ja. Sehr schön. Ja, wenn ich es immer in den ersten packe, dann packt er automatisch
das dann da hinten hin. So, jetzt das da noch raus. Biogenerator, Urangenerator. So, jetzt geht's hier los mit 8, 9, 10 und da sind wir dann soweit angekommen. Das heißt, das können wir hier hinten reinpacken. Gut, hatten wir da aus dem Schiff alles raus oder war da noch was übrig? Da ist noch was. Sehr gut. Schön einsortiert. Ja, dieses automatische Sortieren, das wäre noch nicht, das wäre nicht schlecht, wenn das noch machen würde. So, wie sieht es hier aus? Haben wir alles raus? Ja, wir haben alles raus. Das heißt, wir können den hier jetzt abbauen und behalten das im Inventar. So, aber dann wollen wir mal zusehen, dass wir die Dunkelheit erstmal überwinden. Und vielleicht erstmal nochmal gucken. Was war das noch, was ich jetzt hier bauen wollte? Ach, diese roten Dinger. Da kann ich sie nicht bauen. Hier kann ich sie nicht bauen. Das kann man auch wieder ausmachen. Das nehmen wir mal raus. Hier ist nichts drin. Und dann kann er mal wieder ein bisschen Futter herstellen hier. Ja. Und das Fleisch brauchen wir dann für das Super-Dingsbums da. Sollten wir jetzt also nicht für Fleisch verschwenden. So. You are well rested at state. Ja, es wird hell. Gucken wir mal. Wow, 25 Stück. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Wir haben schon wieder wahnsinns überzogen. Aber egal. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.